Jetzt wird's lustig. Ja. Tatsache. Maschine hat's ist echt nicht ohne. Irgendwo noch Leben. Ah, Material kann ich auch noch gebrauchen. Mich ja erstmal vorbereiten. Das habe ich, so eine Bomben. Eine Spinne? Nee, so eine Art Flusspferd. Also Nilpferd. Das Osseram-Outfit. Ist Nora-Streiterin. Osseram-Entdeckerin. Nora-Gesalbte. Gut, dann aktivieren wir das mal, ne? Die hatte ich auch. Ja, die ist cool. Das hier vom Fluss, oh je. Hm? Es wird spaßig. Fabrik beim Laden nicht möglich? Spaß an. Kampflos bekomme ich die Überbrückung wohl nicht. Der saugt mich mit seinem Hintern ein. Getrennt. Die Maschine hat Verstärkung. Nö, oder? Was? Wie viel? Dann zwei? Nein, 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 nein. Ah.
bleibe ich im Kampf. Bestimmt auf den Kern zugreifen. Nie wieder. Nie wieder. Ich hasse euch. Boah, ich war gerade mega konzentriert. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Damit sollte ich Maschinen der Wildnis überbrücken können. Ich erstmal einen Seelenklempner. Applaudiert lautstark. Vielen, vielen Dank. Ich finde, die Kämpfe machen schon Spaß. Ich bin immer sehr nervös dabei. So. Hinter dir das zweite. Ja. Tausend EP, geil. Mit den Daten aus dem Kern sollte ich diese Maschine überbrücken können. Ich sollte jetzt Wheeler überbrücken können. Jetzt sind alle auf derselben Seite. Erstmal zumindest. Los, Hüffi. Nachschub, Nachschub, Nachschub. Halt die Kusche! Mich hier raus werde ich erstmal wieder richtig beschissen begrüßt. Die Präriehund-Robos sind aber auch schon irgendwie niedlich. Ja. Eingang war noch eins. Habe ich was übersehen? Ah, der da. Ah, danke schon. Hat sich versteckt hier. Meine Augen sind langsam ein bisschen müde. Also die Brutstätte war richtig cool. Ganze Zeit beeindruckt gewesen. Deine Augen auch?
geht das schon auf 3 Uhr zu? Wollte ich nicht vor einer Stunde ausmachen? Ups. Eigentlich schon, ja. Ich bin jetzt 22 Stunden wach, dann geh schlafen. Mir gefällt den Stil, aber alles looten, was geht, mache ich auch so. Es ist, ich kann nichts liegen lassen. Das ist halt... Was dahinter? Nein, komm hier. Mein Zielwasser ist für heute, glaube ich, aufgebraucht. Loot ist mein Leben. Gut tut Liz gut. Ja, ich gehe halt gerne vorbereitet in Kämpfe rein. Also wegen Materialien. Aber ich merke schon, dass es auch mehr kostet, Materialien zu erschaffen, also zu bauen. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten mit Waffen und du bist noch viel flexibler im Kampf. So gefühlt... Ich kann die Maschine erst überbrücken, wenn ich in der richtigen Brutstätte war. Das heißt, sie muss sterben. Ihr wirft Eier. Kann ich mir zielen. Einem Titan installiert? Da ist ja noch einer. Säure, okay. Ich bin auch gespannt, was noch alles kommt. Ich bin jetzt schon ziemlich gestresst. Chill mal, Eloy. Wir sind hier noch mittendrin. Überfordert. Also krasser Scheiß. Aber es macht so viel Spaß, weil du musst wirklich, du hast wirklich dieses Gefühl, du musst überleben. Wenn du deine Items nicht aufgefüllt hast, bist du einfach am Arsch. Richtig geil.
Was sagst du dazu? Oh, es tut mir leid. Auch leider den Loot. Der arme Fuchs, ja, ich muss hier leider die Tiere jagen. Dich meine Waffen, Beutel und alles verbessern. Ben, wenn ich sie in Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Ich sollte mich bedeckt halten, den Anführer finden und erledigen. Vielleicht geht der Rest dann weg. Schockmunition könnte hier helfen. Hab ich nicht. Nacht, Micha, schlaf schön und danke, dass du da warst. Komm her. Wir können darüber reden. Die Rebellen haben Verderber ausgegraben. Vermutlich für Überwachungsmodule. Ach, schon vorbei? Buh! Ein Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Schlüssel? Loot? Oh, Verderber, wer kennt sie nicht? Und Todbringer, Viele Maschinenteile. Die Rebellen müssen sie für Ausrüstung nutzen. Geile Waffe. Genau, was ich brauche. Genau, was ich brauche. Sehen die Identifikationsmarken aus? Ich weiß, dass die Nacktsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Ich nehme sie erstmal an mich. Ich entscheide später, was ich damit mache. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Das ist jetzt die Questaufgabe, ne? Naja, das ist was anderes. So, das machen wir noch, danach gehe ich ins Bett. Donnerkiefer? Was, wo?
Donnerkiefer. Sieh nicht, sie ist, geht die Welt gerade unter. Donnerkiefer, Donnerkiefer. Oh, ich sehe jetzt nichts mehr, verdammt. Oh, das ist ja wirklich das Gebiet. Oh nein. Der ist böse. Der ist böse. Der ist sehr böse. Gegen den habe ich aber auch sehr gern gekämpft. Ja, das Lagerfeuer muss ich aktivieren, das stimmt. Und dich gerade nicht wegen Gegner. Können wir darüber reden? Mal sehen, was ich damit machen kann. Alter. Scheiße, Dick. Ich hab hier leider keine andere Waffe mehr, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt eine Chance gegen den gerade habe. Ich würde eigentlich gerne das Lagerfeuer aktivieren. Das ist so 15 und er glaube ich 30. Doch toll. Und habt ihr das gesehen? Der hatte so ein so nah, wo der mich hier geortet hat. Was Teufel ist das denn? Oh, ist der sexy. Ich liebe ihn. Hat was halt von so einem T-Rex. Hübsch, hübsch. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche.
Hätte keine Chance, ich muss später wieder kommen. Ja, auch keine Chance. Aber ich finde das halt so gut. Du läufst hier durch die Gegend und dann gibt es hier einfach so ein Gebiet, hast du keine Chance. Dann gehst du ein bisschen weiter, da hast du dann doch eher wieder eine Chance. Ich finde das halt so geil. Nicht so, du kommst in, warte. Du kommst jetzt hier so rein, du kommst, also du arbeitest dich einfach so durch die Map und fertig. Es gibt einfach Punkte, da musst du einfach später zurückkommen. Das liebe ich einfach. Nicht so systematisch abarbeiten, sondern irgendwann später wiederkommen. Das fehlt mir halt. Das hat mir so die letzten Jahre gefehlt in Open-World-Spielen. Außer bei Ghost of Tsushima war auch cool. Oh, wenn ich die da sehe, kriege ich die Krätze. Mach jetzt noch das Rebellenlager. Ich komme so gefühlt gar nicht voran. Das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht mehr, ob ich am Montag den Reynolds Monday weitermache, sondern lieber das Horizon. Bis Freitag warten. Ah. Nee, ich will nicht. Alles klar, Matze, mach das. Also wie bei Witcher und den Fragezeichen. Ja, bei mir war bei Witcher ein Fragezeichen. Ein einziges verbuggt. Ich weiß nicht, ob sich das heute irgendwie mal gelöst hat, aber ich habe alle Fragezeichen gemacht. Jedes einzelne und ein einziges ist verbuggt bei mir gewesen. Konnte diese scheiß Trophy nicht machen. Das hat mich so getriggert. Ich habe so lange dran gesessen. Das ist ärgerlich. Mega ärgerlich, ja. Peter? Tschüss. Ich konnte jetzt gerade das eine Lagerfeuer nicht aktivieren, leider. Bei dem... Aussieht das Spiel, ne? Ich habe ja extra noch Grafik genommen, anstatt FPS. FPS ist zwar schön und gut, wenn es in 60 läuft, aber ich fand Grafik irgendwie noch geiler. Das hat irgendwie die Effekte und so noch hervorgehoben. Und das ist flüssig genug, finde ich. Das ist echt mies viel, Jo. Ja, war echt doof. Deswegen hatte ich dann auch keine Lust mehr, das andere zu machen, so. Weil das war am meisten Arbeit. Außer den Maschinenzeichen auch ein Lager zu haben. Ich sehe lieber nach, was die vorhaben. Sie haben Reiterpatrouillen in der Gegend. Ich muss aufpassen. Oh wow. Nur denke ich hier hoch irgendwie. Habe ich mir aber keine gute Stelle rausgesucht zum Hochklettern. Wow. Die Tore sind zu. Aber es muss noch einen anderen Weg geben. Ich töte einfach alle. Alles
Der Winter, danke schön für den Raid. Danke. Was gab's Schönes bei euch? Mach mal kurz Pause, weil ich weiß nicht, ob ihr das Spiel aufspielt oder wegen Spoiler und so, ne? Uiuiui, hier ist auch heilige Scheiße. Warte mal, ich sehe ja gar nicht mehr, wer hier ist. Wo hat denn das jetzt hier angefangen? Ist ja richtig Party hier. Vielen, vielen Dank. Was gab's denn Schönes? Ich seh gerade gar nichts mehr. Ihr macht ja richtig mit beim Raid, das finde ich schön. Party. Hallo Winter. Hallo Strohhut. Party können. Ja, das merke ich gerade. Also wirklich Props an euch, das könnt ihr wirklich sehr gut. Na, du hast ja Pep. Hallo Wolfi, dankeschön. Das sind so viele Streams in einem Raid. Ordentlich, ordentlich. Dankeschön für die Follows. Wir haben ein hartes Race gemacht. Klingt interessant. Ich spiele hier gerade seit gestern, also mit Pause natürlich, das neue Horizon. Ich habe den ersten Teil auch sehr gerne gespielt und ja, ich komme nicht so von der Sucht weg. Gerade ein bisschen schwierig, habe ein kleines Problem. Ja, ich spiele halt sehr gerne Open-World-Spiele, das gehört dazu. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt. Und ich bin müde. Verzeiht mir. Ich bin ein bisschen müde. Ich hoffe, euch geht's aber gut. Warum streame ich eigentlich schon wieder? Ich gehe schon wieder auf 10 Stunden zu. Das wollte ich eigentlich heute gar nicht so machen. Habe ich gestern schon gemacht, 10 Stunden, jetzt mal schon wieder 10 Stunden. Okay, wir sind auch müde nach 6 Stunden Hades. Ja, das kann ich verstehen. Das zieht halt auch, also das zerrt auch am Körper und an den Nerven ein bisschen. Ich bin noch total hibbelig. Du machst einfach um 59 aus. Das kriege ich nicht hin. Da guck ich jetzt gleich gar nicht mehr hin und dann ist schon wieder eine Stunde vergangen. Bin auch müde um die Uhrzeit, auch nicht unbedingt verwunderlich. Das stimmt, ja. Ach, eine kleine Vorwarnung. Ich bin sehr zweideutig. Ich lache über Sachen, die eigentlich ganz normal sind. Zum Beispiel, wenn Aloy sagt, sie geht jetzt in irgendeine Höhle und die ist nass oder so, dann muss ich lachen. Es tut mir leid. Nur als Vorwarnung. Ich bin da sehr, sehr extrem zweideutig. Mag nicht jeder. Mega. Du bin ich. So, wie komme ich jetzt da rein? Außenrum? Von hinten? Es geht schon los, es tut mir leid. Ich mach das nochmal. Sie muss büßen. Büße selber. So, gut getroffen. Ach komm, lass mich dich doch stechen hier. Du willst Schmerzen? Ist neu? Ich lösche sie aus. Wir müssen helfen. Guck gleich hier in den Chat. Ich muss hier gerade ein paar Leute bestrafen. Oh, da sind doch ein paar mehr. Mag Züge. Gute Nacht, Spider. Das passt schon so. Sehr gut. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß am Leben. Genau so ist es. Wow, das will ich auch können. Ich kann nur sowas. Oh, und ich sterbe fast. Habe ich mir jetzt zu viel vorgenommen? Baby!
sehe nicht mal, wo die Feinde sind. Da ist einer. Was hat der denn da? Eine Art Gatling? Es brennt, ich war's nicht. Nee, ich dachte eigentlich gar nichts. Ich bin einfach hergekommen und... Sag es mal so, habe heute einen Streamer geklippt, wie er sagt, es gibt den perfekten Punkt, den gibt es. Und wir finden ihn gleich gegen ums Boden platzieren. Der Clip heißt über den Giffung. Sehr gut. Gefällt mir. Und Feuer frei! Sehr schön. Kommst du nicht davon. Ich loote ihn, während er da steht. Warte, das klang falsch. So, ihr habt es gesehen. Ihr wisst, was ich meine. Das klang gerade scheiße. Ach Mann. So meinte ich das doch gar nicht. Oh, wer ist denn da? Ach, guck mal, da ist er noch hier, ne? Hallöchen! Auge um Auge. Zahn um Zahn. Wie viele sind denn hier? Jetzt heule ich vor Lachen. Das war jetzt keine Absicht, aber freut mich, wenn du dabei lachen kannst. Oh nein, der hat ein Schild. Warte mal, ich hänge fest. Schild, Schild. Läuft vorbei. Okay, okay.